erste Schritt ist die Intention, die Kreation, oder? Du weißt, was du willst. Du hast genug Erfahrungen gemacht. Hier unten in dem unteren Bereich, das weißt du, das ist fertig, da hast du keine Lust mehr drauf. Du weißt, es kann anders sein und jetzt setzt du die Intention, dass du ein Leben so kreierst nach deinen Regeln. Du willst deine Gesundheit haben, du willst deine Fülle leben, du willst dein Glück leben, du willst deine Partnerschaft leben, du willst deine Liebe leben. Und das Ganze eben ohne Angst, ohne Mangel, ohne Schuld, ohne schlechtes Gewissen, ohne ganzen Kladderadatsch da unten. Ja, und jetzt sagst du, gut, ich mache das, das ist prima, ich kreiere mein neues Leben, los geht's, ich entscheide das jetzt, Schluss mit dem Alten. Und du setzt dich in diese neue Energie rein, du schreibst, hier hinten sehen wir die Tools, die wir haben. Du machst eine Meditation, du machst ein Buch der Dankbarkeiten oder der positiven Aspekte. Du hast gelernt, du hast gehört von Dr. Joe, du hast vielleicht ein Mindmovie gemacht, alles Mögliche und du bist bereit. So, und es geht auch ganz gut. Eine Stunde, zwei Stunden, einen Tag, zwei Tage, eine Woche, einen Monat. Aber irgendwann mal kommt immer der Moment, an dem du, sage ich jetzt mal, rückfällig wirst. Die Alarmglocken klingeln. Dein Körper will zurück in die bekannte Vergangenheit und findet sämtliche Argumente, warum es nicht geht, warum der Prozess abgebrochen werden muss. Also das sind diese Killerfragen stellen sich ein. Diese Killerfragen, die musst du total vermeiden. Wenn du im Vertrauen bist, des Kreationsprozesses, dann kannst du diese Killerfragen nicht stellen. Die Killerfragen sind hier. Wer sagt das? Wer macht das? Was kann genau passieren? Wo soll das passieren? Wann? Warum? Wie funktioniert das? Wie soll ich dorthin kommen? Mit wem? Und so weiter und so fort. Und diese Fragen, die blockieren dich total, weil in der Kreation, du musst nicht kreieren, du bist nicht der Kreator, du bist nicht der Schöpfer. Der Schöpfer dessen, was du kreieren möchtest, der sitzt da oben. Das ist diese höchste Energie, das ist die Schöpferenergie. Der weiß, wie, wo, was, wann und warum. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es nur, dich hundertprozentig mit deiner Kreation zu verbinden, mit dem, was du möchtest, das zu spüren. Aber wie gesagt, hier gibt es diesen Safety-Schritt. Das ist das Safety-Programm wie im Computer. Wenn dann kommt, wollen Sie die Änderung wirklich definitiv durchführen? Wollen Sie diese Datei im Computer wirklich löschen? Und dieses Aufblinken, das merkst du, wenn dir Zweifel kommen, wenn dir Angst kommen, wenn du eben diese Killerfragen hast, wenn dein Körper rebelliert, du wirst krank, dein Körper macht irgendwelche Symptome, deine Schwingung sinkt, deine Aufmerksamkeit geht, ja, wo ist es denn? Du suchst, wo ist meine Kreation, wo sehe ich den Anzeichen meiner Kreation? Du wirst plötzlich, verlierst du das Vertrauen. Dann weißt du, dass du in dieser Schritt 2 Challenge bist. Und in dieser Schritt 2 Challenge kommt jeder. Und vielleicht habt ihr auch gehört, dass nach diesen Advanced Retreats von Dr. Joe das oft passiert oder Leute werden krank. Es werden richtig krank, es geht ihnen richtig schlecht. Und Dr. Joe hat gesagt, das ist die Rekalibrierung des Körpers auch. Und es ist eben auch dieser zweite Schritt, der so hässlich sein kann, wenn du das nicht weißt und dir dessen nicht bewusst bist, dass er dich einfach dazu bringt, dass du den ganzen Prozess abbrichst und sagst, es ist halt so, ich werde von meinem Leben gelebt, ich lebe mein Leben nicht, ich habe es ja wieder gesehen, ganz viele Gründe dafür. Also, sei bewusst, dass das passiert. Sei bewusst, was es dir sagen will. Es will dich einfach immer wieder hinterfragen, ob du es wirklich, wirklich willst.
Und auch wenn es um Gesundheit geht, auch da, es wird besser und plötzlich hast du wieder einen Einbruch. Und denkst, hey, das gibt's doch gar nicht, jetzt ging es mir doch so gut und jetzt plötzlich wieder das und das, die und die Symptome. Das ist genau das. Und hier musst du einfach dran glauben. Du musst einfach wissen, dass das passiert. Du musst einfach dich nicht beirren lassen und du musst wirklich wissen, dass dein Körper sich 100% heilen kann, dass du 100% heil bist per se. Wenn du all, ich gehe nochmal zurück, du all diesen ganzen Kladderadatsch da unten abgelegt hast. So, dann kommt nachher der dritte Schritt. Jetzt bist du diese neue Persönlichkeit mit deinen neuen Ausprägungen, du strahlst es aus, du ziehst es an, bist in diesem elektromagnetischen Feld deiner neuen Kreation und du lebst es und du bist glücklich und du freust dich. Irgendwann mal kommt dann wieder der Moment, Stufe 4. Du kommst vielleicht in Stress, du verlierst Energie, weil du schwachen Fokus hast. Vielleicht meditierst du nicht mehr so oft, vielleicht lässt du dich ablenken, guckst zu blödem Fernsehen, zu viele dumme Filme. Dein Partner ist im Stress, du lässt dich da irgendwie reinziehen und kannst es nicht mehr ausbalancieren. Oder es ist irgendwas Unerwartetes passiert in der Familie und deine Schwingung sinkt, deine Energie geht runter und du bist wieder in der Challenge im Schritt 2. Es kommen Zweifel, es kommen Ängste, es kommen körperliche Situationen, Symptome, du wirst zurückgeworfen. Aber jetzt weißt du es. Du weißt es. Du weißt es und du hast deine Werkzeuge. Du weißt, was du zu tun hast, damit du deine Schwingung wieder erhöhst, damit du wieder dich verbindest mit deiner Kreation, mit deiner Wunschrealität. Und je besser du das weißt, desto weniger lang bist du hier wieder gefangen. Schritt 4, kommst wieder zurück, lebst deine Kreation. Und das hört nie auf. Das ist einfach der Prozess der Kreation. Das ist normal. Und es ist auch ganz klar, weil wenn du da mal im Schritt 3 bist und wirklich diese Kreation lebst, die du hast und du bist glücklich mit allem, glaub es mir, du hast neue Bedürfnisse, du hast neue Wünsche. Und das ist richtig und normal, weil wir sind da, um zu expandieren uns, um größer weiterzukommen. Und es hat nichts mit Gier oder Maßlosigkeit zu tun, sondern das ist das, was in uns ist. Wir sind da, um uns immer mehr selbst zu erfahren, um immer mehr Facetten von uns selber zu erfahren als göttliches Wesen. Also das ist völlig okay. Und das so können wir immer weiter nach oben und erfüllen uns mehr Wünsche in der Spirale. Aber jedes Mal kommt die Realität, also es ist ja nachträglich, du lebst quasi schon in deiner Wunschrealität energetisch, bis es sich im Außen zeigt. Und da musst du durchhalten. Und wenn dieser Schritt 2 kommt, dann weißt du es und dann hältst du durch und haltest einfach eisern an deiner Ursprungsintention, an deiner Ursprungskreation fest. Und je eiserner und überzeugter du bist und je eiserner du festhältst, desto schneller kommst du von Schritt 2 in Schritt 3. So, das war jetzt nochmal eine klare Erläuterung und es ist so wichtig, das zu wissen, dass das passiert, damit man nicht abbricht. Kurz vorm Ziel.